Wenn ihr eure Straßen und Gebiete festgelegt habt, ist der nächste Schritt die Einteilung der Schichten. In vielen Pfarren geht eine Sternsingaktion über mehrere Tage und meistens von in der Früh bis am Abend. Diese Uhrzeiten kann man einteilen in mehrere Blöcke, die wir hier Schichten genannt haben. Dazu geht ihr hier auf den Reiter Schichten und Gruppen. Ihr seht hier eine Übersicht, an welchen Tagen welche Schichten in eurer Sternsingaktion einteilbar sind. Zum Beispiel ist hier der 30.12. festgelegt und auch schon eine Gruppe dieser Schicht zugeteilt. Wenn ihr einen Tag vergessen habt und eine neue Schicht festlegen wollt, drückt ihr hier unten auf Neue Schicht und könnt dann hier über den Bearbeitungsbutton zum Beispiel die Schicht 28.12. Vormittag festlegen. Ihr müsst dazu nur hier eintragen, an welchem Tag, welches Monat und welche Uhrzeit diese Schicht verläuft. Ich drücke hier zum Beispiel auf den 28.12., lege hier fest, dass meine Schicht um 10 Uhr in der Früh losgeht und diese Schicht dauert bis 12 Uhr. Danach haben sich die Sternsingerinnen und Sternsinger eine Mittagspause verdient. Ich drücke hier auf Speichern und habe den 28. angelegt als Schicht. Wenn ihr eine Schicht zu viel oder doppelt angelegt habt, könnt ihr hier über das X eine Schicht auch wieder löschen. Die Vorbereitungstätigkeiten sind nun abgeschlossen. Wir haben Straßen und Gebiete eingeteilt, wir haben Schichten definiert, es gibt einen Notfallkontakt, alle wissen, wo sich die Pfarre befindet und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, zu den Sternsingerinnen und Sternsingern.